Er ist 20 Jahre jung, 1,82 Meter groß, kommt mit genau 79 Kilogramm Kampfgewicht hier in den Ring. Sein Rekord, 10 Kämpfe, 8 Siege, 2 davon vorzeitig bei einer Niederlage und einem Unentschieden. In seiner Ecke ist ein Coach, Peter Navratil. Er ist der slowakische Meister aus der Slowakei, aus dem NVR-Gym, Bartosz Bukowinski. Die blaue Ecke. Er ist 22 Jahre jung, 1,82 Meter groß, genauso wie sein Gegner. Bringt 80,0 Kilogramm auf die Waage. Sein Kampfrekord, ein Unbefleckter. 8 Kämpfe, 8 Siege, 3 davon vorzeitig. In seiner Ecke Ivan Steko, Robin Reimer und Kapman Ulf Rabetke. Er hat sich bereits den Amateurweltmeistertitel der WKU gesichert und kommt aus dem Steko Sportcenter aus München, Patrick Hoppebrun. Chef im Ring, unser Referee Richard Totz. Eddie, laut. Starke Unterstützung ist auf jeden Fall hier da. Ja. Okay, wait for the rules in the dressing rooms. Listen to my instructions at times. Make for a fair fight. Just gloves. Ja, Ramin, was steht bei dir als nächstes an hier? Was machst du momentan? Ja, ich bin natürlich tätig bei uns im Gym. Das erzähle ich dir gleich in der Pause. Unglaublich, der Start. Der offener Start Schlagabtausch. Volle Kanne los. Ja. Also, Fuß an Fuß beide. Aber man sieht einfach die boxerische Stärke von Patrick ja. Ogbebor. Er sucht hier auch die Leber, ne? Ja, ganz kompakt. Das Gewicht vorne am Fuß. Meidet auch schön, ne? Gute Super Duplette, ja. Kopfhaken hinterher. Oh, da hat er einen richtigen Wirkungstreffer gesetzt mit rechts. Gute Kombination ja. Und das Gesicht ist schon rot hier ja. Von Matos. Er wehrt sich aber tapfer. Die Frage ist immer, wie lange die Motivation hält, da immer entgegenzuwirken. Ja. Bis jetzt ist er nur im Rückwärtsgang und Patrick marschiert nach vorne. Gute Doublette wieder geschlagen. Ja. Und Nasenbluten. Ja, na, schon ein bisschen gezeichnet. Bei Bukowinski. Ja, ein Doppeldeck muss ich da hinstellen. Nichts machen ist natürlich jetzt nicht unbedingt die beste. Oh, nochmal rechts. Schöne Gerade. Noch eine hinterher. Alter, macht's gut auch in der Verteidigung, der Patrick. Man merkt einfach diese. Ja. Brachiale Kraft im Gegensatz zu nochmal Körper. Bukowinski. Er probiert es immer wieder mit den Kicks, aber Ogbebor ist sehr kompakt hier. Schöne Körpertreffer und gleich zum Kopf hinterhergezogen. Oh, jetzt mal eine Gegenwehr. Ja. Ja. Das war jetzt mal ein guter Abschluss, ja. Würde ich mal sagen. Aber trotzdem geht die Runde natürlich. Ja, 10-8 Runde. Ganz klar. Aber der Patrick hat es nicht einmal gekickt, ne? Er muss natürlich auch nicht, aber. Früher, ich glaube, im Leichtkontakt ist das, dass du einmal kicken musst. Ich weiß ganz früher, weiß ich. Ja. Ich warte noch gespannt, was du erzählen wolltest hier. Ach du, ich bin tätig bei uns im Gym, in der Kampfsportakademie in Karlsbad, ja. Unterrichte da und schauen wir mal, wie es aussieht. Ist es wieder irgendein Dreh geplant? Ist in Planung auf jeden Fall, in Planung und... wie lange bist du denn da immer weg, wenn du so einen Dreh machst? 10 bis 12 Wochen tatsächlich, ja, ist schon lange. Ja. Schon eine Hausnummer ja. Natürlich, ja. Unsere Kandidaten brauchen natürlich auch Zeit, um die Leistung zu bringen und abzunehmen. Ja, natürlich. Bei der Biggest Loser. So, zweite Runde. So, Patrick, komm jetzt. Spinning Round Kick. Spaß. Ja. Ja. Der Matos hat natürlich gesehen, er muss hier eine Gegenwehr zeigen. Er muss zumindest was machen und jetzt ballert er auch los. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange er das halten kann, den Output.
Oh, jetzt ist schon vorbei. Ja, Ogbebo ist halt einfach sehr kompakt. Ja, er drückt ihn halt Robustheit. Und wenn du Boxer nicht die Mittel hast und dann den Roundkick halt machst du als Konter, das ist nicht unbedingt ideal. Ne? Weil da schiebt ihn sich ja hin. Oh, es sind da wirklich schwere Treffer. Einmal hier wird angezählt. Ja. Und er hat schon wirklich viele, viele harte Hände genommen. Von Richard Todd. Es geht gerade weiter. Schauen wir mal, ob das gleich hier noch länger dauert oder nicht. Oh, it's coming. Nochmal, er beendet es. Der Ringrichter bricht ab. Technischer K.O.-Sieg für Patrick Ogbebo aus München. Kann man machen. Ja. Natürlich hätte Bukowinski hier länger gekämpft, aber es hätte wenig Sinn gemacht. Macht keinen Sinn. Und als Kampfrichter ist es natürlich auch Verantwortung, ne? Absolut. Ja, und für den Patrick Ogbebo war es ja nur Target Practice ist eigentlich. Ja. Allzu lang wäre es eh nicht mehr gegangen. Nee. Beweglich im Oberkörper. Oberkörper-Head-Movement. Guter Mann? Absolut. Wie schon vorhin erwähnt, seine boxerischen Stärken hat er heute voll zum Einsatz gebracht. Sie haben selbst gesehen, zu überlegen. Die blaue Ecke, TKO-Sieger in Runde 2. Patrick Ogbebo! Starker Kampf, wirklich. Starker Kampf. Man darf gespannt sein, wohin der Weg noch führen wird für ihn. Aber da in die Fußstapfen. Hat er jetzt einmal gekickt eigentlich? Ich glaube nicht, gell? Nö. Gar nicht. Nö. War nicht notwendig? Ich bin neugierig. Mich jetzt interessiert, ob er überhaupt kicken kann. Ob er kicken kann, vermutlich kann er es, aber es war auch nicht nötig, ne?